Hier ist meine Freunde, was geht ab? Mein Name ist Jorginho und willkommen auf meinem Kanal zurück. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, Freunde, heute kommen wir zu einem Atze, Glatze, Katze, Matze, Bratze, Faxe, Video. Ne? Ihr liebt es. Ich liebe es auch. Ne? Hier ist heute Wheel of Destiny Time. Wheel of Destiny Time. Ihr kennt es, ne? Das ist auf jeden Fall auch Nervenkitzel, das ganze Ding. Und wir gehen direkt mal mit dem Fuffi auf mal 3. Ja, mit Fuffi auf mal 3. Und ich sag direkt schon am Anfang vom Video, Freunde, macht heute hier wirklich Alarm. Ich hau hier 100 Euro. Wir können gleich mal gucken, mein Inventory. Ich werde ein Messer raushauen bei 500 Likes in 24 Stunden. Ne? Es wurde ja gesagt, Giorgio, zeig nochmal, was du da los. Easy peasy. So, jetzt erstmal mal 3 hitten. Auf, Digga, 192x, das wäre natürlich, ne? Wenn du dann drin bist, auf 100x Multiplier, dann ist natürlich anders Geburtstag. Dann ist Ostern aber ganz in den Schatten gestellt. Wir machen nochmal auf mal 3, 50 mal 3. Ich gucke in der Zeit, was wir heute raushauen werden, wenn die 500 Likes in 24 Stunden erreicht sind, Freunde. Ja, gucken wir nebenbei. Wir gucken mal, was es hier Gutes gibt. Was? Oh, wichtig! Wichtig, wichtig, wichtig. Wir sind wieder mit dem Fuffi vorne. Wir sind wieder mit dem Fuffi vorne. Ganz, ganz wichtiges Ding. So, gucken derzeit nochmal rein hier in den Bums. Gab es sehr viele Skins verkauft. Muss gucken, ob ich etwas in die Richtung habe. Wir machen nochmal Fuffi auf mal 3. Okay, wir machen es anders. M4 A4 Asimov abgenutzt ist 100 Euro wert. Die hauen wir raus. Geh doch da rauf, Junge. Die hauen wir raus, ja. Ich zeige es dir kurz. Hier seht ihr es, ne? 100 Euro. Könnt ihr verkaufen und ein Messer holen, ne? Also die ist auf jeden Fall auch direkt tradable. Deswegen macht ihr auf jeden Fall voll. So, und wir machen jetzt hier, wir gehen jetzt mal ein bisschen, wieder ein bisschen mehr Risiko. Ne? Wir machen jetzt mal hier Multiplier auf 100 mit mal 10. Das wäre direkt mal ein Dusi. Sowas wollen wir doch sehen. Das ist doch mal etwas ganz Attraktives, wenn sowas kommen sollte. Ne? So, dann machen wir aber nochmal 10 auf mal 50. Ja, das, so machen wir das wieder. So, so hatten wir, glaube ich, auch mal Glück gehabt, ne? Also da kamen sogar die 50, sind halt dann 500. Aber das hier, ne? Wir können ja auch 3 Bets machen. Jetzt haben wir einmal 50 auf mal 3, 10 auf mal 100 und 10 auf mal 50. Wenn kommen würde, alles, ne? 1650 wäre der Roller. Sieht man dann hier oben. Potential Win. Oh, sowas hier. Sowas hier brauchen wir, wie gerade gekommen ist, ne? 2,68, knapp an der 3. Die 3 würde uns natürlich immer wieder safen, ne? Die würden uns immer wieder safen. Guck mal kurz unten, die Rolls. Okay, okay. Ja gut. Also jeder Roll kostet uns ungefähr 70 Dollar, ne? Was habe ich hier vergessen? Aha. Ich wollte schon sagen, Potential Will kann auf jeden Fall jetzt nicht sein. Come on, Baby. Come on. Mach den Dream fertig. Mal 2. Mal 1,06. Gut, darauf setzt, glaube ich, keiner. Heute mal kein Green, ne? Also ich gehe da komplett nicht einmal drauf, weil ich weiß, wenn ich nur einmal drauf gehen würde, dann würde ich da wieder kleben bleiben. Was fehlt denn jetzt hier wieder? Aha. Nein, ich habe jetzt zweimal... Ich Idiot, Alter. Jetzt mach mal 3, Junge. Ich bin zweimal mit Fuffi auf mal 3 gegangen. Mindestens, komm! Du Hund, Junge! Ich habe gedacht, er bremst jetzt komplett rein. Oh, Scheiße. Ich muss jetzt kommen, ne? Sonst müssen wir kurz im Blackjack wieder hochspielen. Sonst müssen wir kurz im Blackjack wieder das ganze Ding nach oben bringen, ne? Scheiße, es kommt auch die ganze Zeit keine 3, ne? Gerade wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Und jetzt bremst er rein. Alles klar, Alter. Jetzt bremst er so geisteskrank rein. Wir machen jetzt, wir können... Oh nein. Okay, 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 das ist wirklich sehr, sehr belastend, was hier gerade passiert ist. Also es tut mir wirklich leid, das Video, ihr habt es gesehen, es sollte nicht sein, ne? Und jetzt kommt mal 6. Das ist ein Witz, Digga. Es ist ein fucking Witz. Wir hätten 2 Rolls eh nicht machen können, ne? Also jetzt wäre es gekommen, mal 6. Hätte uns wieder nach 100, wieder 150 hochkatapultiert, aber es lief ja wirklich so beschissen, Alter. Es lief ja anders beschissen. Ich, einen Moment, Freunde, einen Moment. So. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade das Affiliate Money genommen, ne, was ich hier aufgespart hatte. Und dann versuchen wir nochmal. Ne, versuchen wir damit jetzt reinzugehen. Und Blackjack muss ja irgendwo gehen. Ne? Ist nicht dein Ernst. Okay, wir holen Blackjack. Wichtig. Vielleicht kommen wir so wieder hoch. Birds gegen die 6. Bleiben wir stehen. Und es ist eine 25. Wichtig. Vielleicht ist es das gewesen, Junge. 20 gegen eine 8 ist unser. Wir sind wieder auf 300.
Nein. Oh! Oh! Okay! Also, dass wir jetzt nochmal. Oh mein. Ich wollte schon sagen, Alter. 6, 16. Wir müssen hitten. Und das war auch. Sehr gut, Alter! 10, 18. Wir müssen standen. Wir sind wieder auf 410, ne? 9 gegen eine 2 müssen wir hitten. Boah, perfekt, Digga. Was, Alter? Wir sind wieder bei fast 500. 16 gegen eine 10. Mussten wir hitten. Ja, wir müssen auch richtig Blackjack spielen. 15 gegen eine 7, Hit. Oh, jetzt kriegen wir aufs Maul. 9 gegen eine 11, gegen eine 10. Komm, schön, 21. Wichtig. 17 gegen eine 6, Stand. Auch wieder schön. Okay. Push. 5 gegen eine 8, Hit. 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 Stand. Wichtig, das war sehr gut, auch wenn es nur unentschieden war. 7 gegen eine 7, Hit. 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 Okay. Oh, schade. Schade, 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 aber gerade gut. Oh, Blackjack. Perfekt. Bringt immer noch mal die Hälfte vom Einsatz nochmal on top, ne? Heat. 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 Schade. Ja, der hat eine 11, Junge. 6, 16. Wir müssen hitten. Wir müssen standen. Und er hat eine 18. Okay, jetzt grad läuft wieder anders, scheiße. 4 gegen eine 3. Hit. Hit. Stehen bleiben. Schön. Schön, schön, schön. Die Blackjack-Session, die macht schon wieder anders, ne? Stehen bleiben. Komm. Okay, Push. Kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Oh, schwierig, ja. 17 ist immer. Ja. Okay, besser als 16. Gut, das wäre eine 18 gewesen. Nochmal. Come on, mach nicht so. Er hat keinen Blackjack. Er hat aber eine 17. Wäre sogar an sich eine gute Hand gewesen mit Ass gegen ihn. 20, komm. Er macht eine 21. Okay, wir gehen in Mega Wheel. Es nützt alles nichts. Nein. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Hä? Wir sind nicht drin. Jetzt sind wir drin. Wichtig, wichtig, wichtig. Danach 40. 40. Mal gucken, ob uns Grün wieder rausholt. Ob uns Grün hier wieder rausholt aus dem ganzen Schlamassel. Wir können machen 50. Viermal. Viermal 50. Fucking 50. Das wäre jetzt 700. 700 wäre lecker, wenn wir das jetzt hitten würden. Dann würde ich das ganze Video auch beenden, weil dann hatten wir auf jeden Fall eine Talfahrt. Aber wir haben auf jeden Fall wenigstens noch ein bisschen Zeit reinbekommen, wegen dem Affiliate Money. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die hier meinen Code verwenden. Sehr, sehr ehrenhaft an der Stelle. Ne? Und ja, Dankeschön. Dankeschön dafür. Könnt natürlich Code Giorgio verwenden, bekommt ihr, glaube ich, 50 Cent oder 1 Dollar. Könnt ihr ein bisschen mitspielen for free. Und wir hitten zum Schluss natürlich Win. Grün ist einfach absolut Liebe und Ehre. Ich sag, wie es ist, wenn wir es hitten, gehen wir raus, wir hitten, wir gehen raus. Ja, wir holen es raus, wir gehen hier definitiv mit Profit raus. Bisschen Profit, man muss natürlich nochmal die 130, die wir durch Affiliate abziehen, aber es ist in Ordnung, ne? Man nimmt auf jeden Fall 170 mit, anstatt jetzt hier mit 0 rauszugehen, ne? Und 600 verloren zu haben. Also so ist auf jeden Fall babamäßig, Grün auf dich ist immer wieder Verlass. Muss man an der Stelle sagen. Das ist auf jeden Fall meine Lebensversicherung. So, Riftdraw, mach jetzt hier, Junge. Wir wollen sehen, was wir jetzt hier Leckeres rausziehen können. Aha. 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 Nachdem ich hier wieder 4-5 Mal aktualisiert habe, kann ich endlich ein Knife aussuchen. Und wir holen uns raus, Freunde. Wir holen uns raus. Wir holen uns hier was Leckeres raus. 805 haben wir am Stissel. Statrack will ich nicht, ne? Tiger Tooth, M9 Tiger Tooth ist Baba im Knife, aber Statrack ganz, ganz schwer zu verkaufen, ne? So, und deswegen gucken wir, dass wir hier etwas finden, was attraktiver zum Verkaufen ist als ein Statrack-Skin, ne? Statrack-Knife würde ich auf jeden Fall zum Verkaufen nicht nehmen, ne? Wenn man zum Spielen möchte und sagt, okay, ich fühle das so, ist was anderes, ne? Das ist was komplett anderes. Bayonet Autotronic Minimalware Butterfly Knife Damaskus Steel. Ne, auch geisteskrank, wie teuer ein Damaskus Steel Butterfly Knife geworden ist, ne? Wenn man das so überlegt, wirklich bescheuert.
Karambit. Ich glaube, wir holen uns hier die Nagelfeile raus, ja. Wir holen uns das Butterfly Damaskus. Ich kann mir vorstellen, dass das gut weggeht. Und bedanke mich. Wie gesagt, macht auf jeden Fall die 500 Likes in 24 Stunden voll. Dann gibt's ein 100-Euro-Skin auf Nacken. Und denkt dran, Instagram-Namen unten in die Kommentare rein. Und natürlich mir folgen. Das sind die Bedingungen dafür. Haut rein, Freunde. Kuss. Und wir sehen uns morgen wieder. Yalla Bella.